Und jawohl, ihr seid richtig, ihr habt richtig eingeschaltet, ihr seid bei Marion Truck. Und ich lobe diese Woche, dass ich mich nicht aufrege, ein ruhiger Fahrer bin und keine bösen Wörter sage. Der kommt mir gerade recht. Der kommt mir gerade recht. Da geht jetzt gleich mal hin und werde ihm erstmal erzählen. Schönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Schönen guten Morgen. Es ist Sonntag und jawohl, ihr seid richtig, ihr habt richtig eingeschaltet, ihr seid bei Marion Truck und ich lobe diese Woche, dass ich mich nicht aufrege, ein ruhiger Fahrer bin und keine bösen Wörter sage und nicht glaube, dass das passieren wird. Nee, ich sage ja keine bösen Wörter, es sind ja immer bei den es sind ja immer Liebkosungen, versteht ihr? Aber hier ist mein Decke nicht richtig, ja. Es sind ja immer Liebkosungen, verstehst du? Es ist ja nichts böse, ich meine wirklich. Außer bei Dingen, die mich dann halt aufregen. So, ja. Ansonsten Wochenende war kurz. Okay, es klappt auch. Also ich muss ja immer sagen, muss ja auch mal für mein Dispatch, man kann ja sich muss immer da hinstellen und sagen, hier. Die Fruchtsuppe und so weiter und so fort. Letzte Woche hatte ich ja gesagt, nächste Woche Sonntag ventiert auch, weil meine Gabi arbeiten ist heute und hat er auch gemacht, hat sich auch dran gehalten. Also man muss jetzt nicht, man kann jetzt nicht nur immer meckern, weißt du? Nicht nur. Soweit sind die noch nicht. Ich bin zufrieden. Mein Knie hat heute Morgen ein bisschen wehtan. Aber das ist okay, das ist manchmal halt so, ansonsten, dann läuft man wieder, weißt du, und dann zack, dann geht's wieder, dann ist wieder weg. Wie man immer sagt, man muss in Bewegung bleiben, geht ja nicht anders, auch wenn man manchmal nicht will, aber manchmal sollst du eine Pause machen. Und das mache ich ja auch, das mache ich die Woche wieder, genau, denn es ist eine kurze Woche, das ist mein erfreuliches Moment, was ich habe, und zwar, dass ich am Donnerstagabend wieder definitiv zurück bin, freitags frei und definitiv zurück bin. Ihr wisst schon, was ich meine. Natürlich hoffe ich, dass ich definitiv zurück bin. Und dann natürlich Freitag geht's ab ins Camp mit Plusgraden. Nun gut, das heißt für mich natürlich nicht so viel heizen, aber es ist nachts immer noch kalt, also ich denke mal nicht, dass es so Matsche ist und wir noch genug Zeit haben und vor allen Dingen ein bisschen durch die Gegend laufen können. So, Pause hatte ich 45 Stunden. Da ist ja die Fruchtsuppe. Da ich jetzt raus. Guck mal, wer da ist. Der kommt mir gerade recht. Der kommt mir gerade recht. Da ich jetzt gleich mal hin und werde ihm erstmal erzählen. Weil er immer Scheiße baut. Und vor allen Dingen ist der Fohl, der neue Reifen hat. Der letzte Mal Dings hat. Ich gehe jetzt auch dahin. Ich sage immer, dass er hinten fährt, er auch mit seinem Trailer wieder dahin und macht wieder alles kaputt. Da gehe ich jetzt mal hin. Den wollte ich schon immer mal haben, du. Der kommt mir gerade recht. Der Pfeifensuppe. Come back again. You try and try.
Ich habe mir jetzt nicht die Birne abgerissen oder weggepackt, aber er hat es eingesehen. Zumindest sagt er. Ich weiß es natürlich nicht. Ja. Schönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Hey. Herzlich willkommen Sonntag. Ich habe schon wieder gefilmt und Kabel habe ich gemacht, damit die mich überhaupt verstehen können. Jetzt versteht er mich wieder. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. So. Sein Partner hat abgeparkt. Er war es nicht. Es ist mir eigentlich egal. Aber wenn du sie schon wieder siehst. Bleib ruhig, Brauner. Ich mach das. Ich mach das mal. Ich zoome das mal ran. Der da hinten schon wieder den Schmutzlappen einen halb hoch, weil die hier vorne parken. Und das habe ich ihm gerade noch mal begreiflich gemacht. Wir wissen. Leute, habe ich gesagt, wir müssen doch nicht gegeneinander arbeiten. Helfen. Das ist richtig, was wir machen können. Helfen sollten wir uns. Und nicht gegeneinander arbeiten, wenn wir so eine Kacke machen. Ich sage, wir müssen miteinander arbeiten und gegeneinander. Ja. Und der will seinem Partner jetzt sagen, ich habe ihm einfach nur gesagt, hier guck, da sind drei, er blockiert gerade drei B-Train-Parkplätze. Drei. So. Keiner kann hier mehr parken. Hier kann keiner mehr parken, weil Trailer stehen. Drüben ist natürlich auch der Platz irgendwann begrenzt. Sehen wir wieder scheiße aus. Aber wenn er zum Beispiel hier nicht so parkt, haben wir vier die Plätze gewonnen, weil auf der anderen Seite dadurch auch noch einen gewonnen hat, weil hier alles blockiert. Gut, okay. Das haben wir ja durch das Thema, aber diesmal habe ich einen. Ich fast sagen, mal erwischt. So. Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist wieder Zeit. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Es ist wieder Mario und Trackzeit. Und ja, insofern ist alles schick. Der fährt Woodchip Truo, fährt jetzt nach Truo, kommt wieder zurück und ich weiß auch nicht, die Dinger sind mir nicht. Ich habe keine Lust, Woodchip zu fahren, ehrlich gesagt. Und die Dinger, die drehen ja wirklich, dafür ist der Partner, weil der Daycap ist ja kind of Daycap, aber wahrscheinlich haben sie kein Daycap und haben jetzt hier so einen neuen Star hier benutzt. So, wie gesagt, wir fahren nach Schawinigen und ansonsten ist es ja soweit diese Woche. Es ist soweit. Es geht raus ins Camp am Freitagmorgen. Fly, fly away. Ich war übrigens beim Friseur. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe versucht, was machen zu lassen. Versucht. Und dann geht's ab, raus, wieder ins Camp. Freut mich drauf. Wird sicherlich wieder schön. Jetzt geht's ab nach Schawinigen. BMR Schawinigen. Ich weiß ja nicht, ob ich hier drin habe. Wieso? Ja. BMR Places. BMR. Schawinigen. 405 Avenue, ist es das? Oh, mal gucken. Information. Also. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns auf der Strecke. Auf der Strecke. Habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte? Ich weiß nicht. Wenn nicht, komme ich gleich nochmal zurück. Also, bis dahin. Macht es gut. Rutsch, rutsch, futsch. Klutsch. Ja. Ich wollte ja schon früher euch beglücken, aber meine Mikrofon war mal wieder nicht geladen. So wie er ist, verstehst du? Oder gepennt. Wo ist jetzt hier mein Kabel hin? So, ich habe mittlerweile Dinner, Lunch, whatever gemacht. Wie ist denn überhaupt? Ich bin total. Es ist 3 Uhr. Sagen wir mal Lunch. Lunch und Dinner zusammen. So in dem Dreh. Und jetzt fahre ich weiter. Kollege gerade neu kommen. Also die schaffen es nicht mehr, die erkennen dich. Und die schaffen es nicht mehr, guten Tag zu sagen. Ich sag guten Tag und die kriegen gerade nicht mal Maul kriegen sie auf.
Ich soll es einfach lassen. Aber nein, ich werde immer wieder freundlich guten Morgen sagen. Oder guten Tag. Oder good afternoon. Verstehst du? Immer diese dämliche Habe. Ja, furchtbar ist es. Aber das Thema haben wir letzte Woche ausführlich besprochen. In meinen letzten beiden Videos sind diese Themen und meine Einstellung dazu hoffentlich auch rübergekommen. Ich hoffe nicht, dass ich zu viel Schelte kriege, aber das ist wirklich meine Einstellung und meine, es ist meine Meinung. Ich sage das immer wieder in jedem Video. Es ist meine persönliche Einschätzung. Ja, meine Meinung. Die muss niemand teilen und die muss auch keiner akzeptieren. Respektieren, ja, das mache ich auch mit anderen Meinungen. Aber der Rest ist dann jedem selber überlassen. So ist es. Und das ist so gut. Ich habe es halt nur mal, irgendwo stört es mich. Es liegt sicherlich auch in Fragen vielleicht ein bisschen, dass ich Dinge erwarte, die man, glaube ich, nicht mehr erwarten kann. Ja, das ist meine Erwartungshaltung, ist einfach so, ich muss sie runterschreiben und einfach so. Aber dann würde ich mich ja genau in dieselbe Region begeben. Deswegen sage ich immer wieder guten Tag und immer wieder auf Wiedersehen und immer wieder helfe, wenn ich kann. Ist halt so und so bleibt es. Ich erwarte von niemandem etwas zurück. Das Leben wird denen schon den, ich sag mal, das, was sie sich aufgeladen haben, schon erklären. Oder in Situationen, die haben werden, wo sie dann fragen werden, warum passiert es mir? Und dann wissen sie es nicht. Und dann ist das natürlich, ja, wenn sie es dann nicht wissen, was gerade passiert und warum es passiert, dann ist natürlich nicht mein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich natürlich dann verstehen. Aber das ist jetzt auch für ein für alle Mal vom Tisch, es sei denn, ich reg mich für irgendwann anderes wieder auf. Aber das mache ich nicht. Nee, ich bin ruhig. Und zumal, meine lieben Freunde, ich fahre heute nach Schlawinien. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wo ich stehe. Ich habe mit Walter telefoniert. Der hatte mir eine Ultramar gesagt vorne in die erste Abfahrt. Ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeguckt. Wären wir auf jeden Fall eine Variante. Danke dafür übrigens. Und ich weiß aber noch nicht, wahrscheinlich. Es kommt auch an, wie viel Schnee um Treu-Riviere liegt. Wenn wenig liegt, dann knall ich nur hoch nach Schlawinien und schlafe beim Kunden da oben oder auf der Esso, die da ist. Wenn da noch Platz sein sollte und ich da rinfahren kann, dann mache ich das. Dann bleibe ich da stehen. Ansonsten beim Kunden. Das ist so. Rest ja nicht. Wie gesagt, ich bleibe nicht irgendwo stehen, wo ich morgens nichts habe, wo ich mich nicht frisch machen kann. Und das mache ich nicht mehr. Direkt beim Kunden jetzt auch wieder. Die lassen dich früh morgens da rein und kannst du erstmal die Toilette benutzen. Beziehungsweise den Waschraum. Das passiert eigentlich in allen Baumärkten, wenn du Platz hast. Die haben Platz zu stehen da, das weiß ich. Das weiß ich. Aber müssen wir mal sehen. Wir werden mal schauen.
changing fast. Schönen Morgen! So, meine lieben Freunde, ich weiß ja nicht, was ihr schon gemacht habt, aber ich habe schon Kaffee gemacht, bin ich schon aufgestanden. Ich habe meine Ladung schon abgeladen, und zwar da drüben rechts, wenn ihr jetzt guckt, rechts durch den Wald durch, da habe ich abgeladen und bin jetzt wieder hier zurückgefahren. Hier habe ich gestanden und geschlafen. Habe jetzt meine Papiere gemacht, habe meinen neuen Job gekriegt. Hab schon meine neue Ladung bekommen, meine Rückladung. Ich fahre jetzt nach Pont Rouge und da werde ich laden für Moncton. So, und das heißt, ich bin eigentlich reisebereit, reisefertig, und das werden wir machen. Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Wie gesagt, ich war schon fleißig, ihr habt so lange geschlafen und jetzt können wir mal wieder ein bisschen was gemeinsam machen. Wir fahren hier einfach los, nämlich. Es ist hier in einem Park. Es ist der Eingang eigentlich von so einem Park. Ich hatte euch das, glaube ich, schon mal erzählt. Hier muss man mal nur aufpassen. Ab und zu fahren hier auch private Autos drin. Ist ja okay, sollen sie ja auch. Hier fährt man im Prinzip dann, ich bin quasi gestern hier rein rechts und habe dann umgedreht beim Kunden. Bin dann hier vorne wieder gerade gefahren und dann bin ich hier rückwärts hoch. Und habe mir da in die Bucht gestellt. Es ist super ruhig da. Du hast keinen Highway. Hier kommt nachts keiner. Weil hier hinten, wie gesagt, ein Park ist. Hier ist so ein Trail. Hier kannst du so verschiedene Trails laufen. Die enden alle so ein bisschen am Wasserfall. Also ja, schöner Park hier. Aber der war jetzt nicht so wirklich in meinem Fokus, der Park, weil ich muss jetzt hier, ihr kennt das Spiel, und ihr seht, die haben hier noch Schnee, aber ich war gestern Abend sicher, weil normalerweise ist das so eine Sache mit kannst du hier oder kannst du hier nicht stehen, weißt du, das wusste ich halt nicht. Und wenn immer viel Schnee liegt, dann kommst du da nicht in, kannst du in die Bucht nicht reinfahren. Ja. Und deswegen. Kann man da denn nicht in die Bucht rein? Aber gestern sah das in Trois-Rivières schon so gut aus, da lag kaum noch Schnee, dass ich gesagt habe, komm, riskiert, fahr einfach hoch. Wenn nicht, bleibst du halt direkt vorm Kunden stehen, ist nicht schön. Weil du da den Highway hier hast, direkt hier, der jetzt hier vorne ist. Aber das ist zum Beispiel ein Kunde, wo ich sage, okay, hier übernachte ich, weil erstens mag ich es, in diesen Woods da zu übernachten, weil du hast halt wirklich deine Ruhe. Es stört dir kein Mensch. Und du bist da wie mitten im Park. Wenn man das so sieht, ich blende euch jetzt mal ein Foto ein. Ein Foto habe ich gemacht davon. Und das ist halt, da stehst du halt, da kommt keiner vorbei, da fährt keiner nachts. Und selbst wenn da einer kommt, würde ich nicht mehr hören. Ja. Weil die Leute da eben alle so ein bisschen, nachts ist der Baumarkt zu. Aber der hast du quasi da, du kannst morgens aussteigen, du kannst hinlaufen, ja, du kannst sagen, guten Morgen, du kannst den Waschraum nutzen und dann ist perfekt. Da hier wird nichts zu meckern. Ich habe nicht, es sind nicht allzu viele auf meiner Liste, die so, wo ich wirklich, jetzt sagen wir mal im Winter, sage, ich versuch's, ne?
Und ja, es ist ja nicht schlecht hier in Schwenningen. Die haben viel Wasser, die haben aber auch viel Polizei hier und viele Geschwindigkeitskontrollen. Und so on und so on und so on. Ja, und deswegen gibt es hier halt nicht viele Kunden, wo ich wirklich im Winter dann hinfahre abends. Aber der gehört definitiv dazu, weil ich mag. Es ist ein bisschen, ich muss ein bisschen Aufwand betreiben, um mich da oben hinzustellen. Weil rückwärts kannst du eher nicht machen, weil morgens ist es zu busy. Vorwärts ja, weil du fährst dann einfach nur zum Kunden rein und stehst gleich richtig. Und deswegen lieber vorher nachts dann umdrehen und einparken. Und dann stehst du morgens halt sicher. Und da vorne ist eigentlich, steht doch kein Auto oder parkt doch kein Auto, weil die eigentlichen Parkplätze für den zum Laufen, die sind ein bisschen weiter hinten. Der da vorne ist eigentlich, ja, kann man eigentlich nicht so zählen. Ja, hier haben wir zwar noch überall Eis drauf, aber was soll's. Tarp zusammenlegen war gut, waren minus 1 Grad heute Morgen. Es ging dann aber relativ schnell im Plusbereich, plus 1, plus 2 Grad. Der Tarp war jetzt nicht irgendwo schwierig zusammenzulegen, es war okay. War ein bisschen, ja, halt minus 1 Grad steif, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber es ging, es war nicht. Der Wind hat ein bisschen gepustet, ich musste bei einem Tag mal so ein bisschen zwei, dreimal Anlauf nehmen, aber im Endeffekt ging es da noch. Weil da ist ein Kunde hier, der, also die warten wirklich, die stehen und gucken dir zu mit dem Stapler, die machen nicht, die kommen nicht raus und helfen, das machen die nicht. Das ist der Nachteil bei den Kunden, ansonsten ist eigentlich gut anfahrbar, Öffnungszeiten sind okay, wenn die um 8 Uhr machen, Viertel vor 8 die Tür auf. Und, oder ein Dreiviertel, wie ihr wollt. Und dann kannst du hinfahren und kannst dann den Tarp abmachen. Dann. Hast du genug Platz? Du musst denselben Weg wieder raus. Also du fährst ein bisschen bei dem Kunden rein und musst rückwärts dann in so einen Platz rückwärts zurückfahren, wo so beide Seiten ran können zum Abladen und dann fährst du halt vorwärts wieder raus. Also relativ easy, kann man sagen. Relativ easy. Die Ladung nur später. Ich bin geladen, meine lieben Freunde. Ich bin geladen. Und jetzt fahren wir Richtung Monken. Wir haben einen Termin in Monken. Tonight. Die Benz. So, ich habe nur, es ist so Springrate-Ladung ist das, Springrate-Restriction-Ladung, das ist for sure, weil ich habe nur 27 Tonnen geladen. Das ist natürlich, das fühlt sich an wie,
Wie, ich fahre leer nach Hause, verstehst du? Ja, normalerweise kriege ich hier 26 Paletten oder wenigstens 24. Aber heute habe ich hier, wie gesagt, nur 18 bekommen. Und normalerweise sind es immer so 26, die du hochkriegst. Manchmal 28, so ja. Je nachdem, wie voll die Säckchen sind. Und wieso ein Ditter? Wieso fahre ich jetzt da runter? Wieso fahre ich nicht da runter? Rue Notre Dame. Wo fahren wir lang jetzt? Pont Rouge? Haut 40. Ah ja, gut. Okay. Ich bin ja auch Dussel. Ich bin ja ein bisschen Dussel. Manchmal ist es so. Ich war jetzt verkehrt in der Himmelsrichtung. Wir fahren jetzt rein nach Pont Rouge wieder. Und dann jetzt so 40. Wenn ich hier irgendwann rauskomme, heißt das. Und dann jetzt Richtung Süden. Auf die 40 drauf, dann jetzt nach Quebec City schnell. Husch, husch, husch hoch. Was heißt husch, husch? Natürlich vorsichtig. Ich weiß noch nicht, wo ich tanke, Leute. Ach, hier, in New Brunswick wollte ich tanken. Da macht sich mal nicht fertig. Das ist nur ein Trailer. So, wie gesagt, es geht nach Pont Rouge und dann jetzt weiter nach Moncton. Da werde ich heute Abend Nacht ankommen, weil ich habe morgen Abend das Termin, also kann ich volle Hütte durchfahren und kann dann schön ausschlafen zu Hause. Hier Frühstück morgen und ja, und ich habe morgen Abend um 5 Termin. Es kann sein, dass er mir irgendwann, wenn ich um 1 natürlich auf Off-Duty gehe, dann mal je erst 9 Stunden bis 10, 11, kann er mir noch irgendwann geben, aber ich will ehrlich gesagt ja nicht. Weil ich kriege dann noch eine Tour und das reicht mir voll und ganz am Mittwochmorgen und das reicht mir.